Das hier ist die modernste Industrie 4.0-Zelle, die Sie finden können. Industrie 4.0, ein riesen Megatrend-Thema hier auf der Messe. Ich möchte es einfach auch für Sie ein bisschen näher bringen. Industrie 4.0 ist die komplette Vernetzung der Fertigungstechnik, der Produktion, das sehen wir hier. Und letztlich geht es darum, individuelle Produkte herstellen zu können. Ja? Also ein Smartphone wirklich vielleicht mit dem Namen eingebrandet und letztlich bis auf Losgröße 1 produzieren zu können. Ja. Ganz klar, Industrie 4.0 ist ein riesiges Netzwerk, ein Zusammenspiel verschiedener Partner. Schunk kann da, ich sag mal, als Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme sind wir ja bekannt. Aber da können wir nicht nur allein agieren, da brauchen wir jemanden, der unsere intelligenten Produkte vernetzt und kombiniert. Das ist die SEM-Automation. Und dann wollen wir das ja auch noch irgendwo ins Unternehmen bringen und auf dem Tablet, ja, wirklich vor Ort visualisieren. Da haben wir Orbis dazu. Herr Müller ist Senior Consultant SAP von Orbis. Man sieht also jetzt dediziert, man entpackt, montiert, man hat eine Qualitätskontrolle. Und am Ende wird es wieder verpackt. Und das kann man alles mit Hilfe unserer Lösung auf allen gängigen Endgeräten darstellen. Und das ist schon eine richtige Meisterleistung. Und dieses Meisterwerk hat, wie gesagt, 350 Schunk-Komponenten. Diese Roboter-Montagestation zeigt uns was? Auch hier haben wir wieder rein elektrische Komponenten verbaut. Einfach auch ein Trend in der Industrie 4.0, Mechatronisierung. Und wir zeigen hier, man sieht es oben schon auf der Grafik, einen 6-Achs-Kraftmomentensensor. Kompliziertes Wort. Was können wir machen? Wir können Kräfte und Momente, das heißt Drehbewegungen, erfassen und wirklich in Echtzeit live in dieses SAP-System überspielen. Und das sehen wir jetzt auch hier wieder auf einer Beispielmaske. Sie sehen hier live, wie die Informationen des Kraftsensors übertragen werden, abgespeichert, visualisiert. Wir haben hier die Zelle in der Mitte, wo wir wirklich jedes Teil nach der Montage nochmal prüfen und durchchecken, ist alles okay, war die Produktion erfolgreich, weil erst dann geht es ja in den Versand, damit Sie als Kunde kein fehlerhaftes Produkt bekommen. Und das Ganze müssen wir ja letztlich auch noch monitoren und zwar wieder über SAP. Eben, die Dokumentation spielt auch eine große Rolle. Sehr wichtig, diese Informationen also abzuspeichern zur Dokumentation, zur Qualitätssicherung. Auch hier wieder einfache Übersicht von der Qualitäts- und Prüfkontrollstation und wie vorhin schon mal erwähnt, unsere jetzige Lösung für diesen Showstand ist mit einer SAP HANA-Datenbank und wir haben im Moment 18,8 Millionen Daten gesammelt und die werden hier oder ein Teil davon sieht man hier visualisiert. So, ein priorisierter Auftrag wurde eingeleitet. Der Auftrag wurde hochpriorisiert, wie man jetzt hier an dieser Maske sieht. Er wird vorrangig bearbeitet und damit wird diese Zelle bzw. die Arme werden jetzt gleich diesen Auftrag ausführen. So, es ist Echtzeit, es ist alles live, was hier jetzt gerade passiert und es geht eben darum, dass diese Powerball Lightweight Arme diese kleinen blauen Schunkbälle von da hinten nach hier vorne transportieren. Das ist jetzt Ihre Aufgabe. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt im Kleinen, wenn Sie das hochdimensionieren, können Sie das natürlich mit allen anderen Sachen auch machen. Und das, was hier passiert, das passiert in Echtzeit eben gerade der Auftrag. Und hier wird er ausgeführt und da sind Sie schon, die ersten beiden. Hat hervorragend funktioniert. Vielen herzlichen Dank, meine Herren. Auftrag ausgeführt. Hier steht's, priorisierter Auftrag, erfolgreich abgeschlossen.